Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute wieder hier im LS22 auf der Big Flat Texas Map und wieder mit dabei Patrick. Wie ist euch, Lenz? Für die, was die letzte Folge nicht gesehen haben, ich bin der Man, wie man so schön sieht. Und der Patrick macht was? Das Viertel mit dem Unkraut vernichte ich da einmal drüber fahren. Eins und noch meine zwei noch. Ja, aber jetzt muss ich jetzt erst einmal wieder auf und gehen. Herbizid. Ja, einmal auf, einmal auf, einmal auf. Und sind noch mit 12% drinnen und ich glaube, ein bisschen über 50% waren drinnen, wie ich losgekommen bin. Ja, aber dafür darfst du nicht vergessen, du hast eine große Spannweite bei dem auch. Ja, 27 Meter oder was? Ja. Also da geht da dementsprechend was weiter, sagen wir mal so. Ja, sicher. Schätze dort, wo der normale Dünger ist, zum Nein. Da. Oder zwei Fassel weiter, das Rundfassel. Das ist so der Rundtank. Das letzte von der. Ja, nein, weiß nicht, hab Angst. Im Grunde dort, wo ich rausgefahren bin, wo ich den Traktor geholt habe, wo die zwei Fassel, also die zwei Silosteine. Dort, wo du zum Dünger geholt hast, nur ein oder zwei Fassel weiter, das letzte von dir. Ja, da steht ich gerade. Geht nix oder was? Wohl. Achso, okay. Ich hab gesagt, da steht ich gerade. Okay, ich hab gedacht, aber es geht nichts aus. Oder du kannst nicht auf. So, aufgehört, weiter geht's. Beziehungsweise zurück geht's wieder. Siehst du schön, wo du gefahren bist? Ja, weil du tolles, also das Unkraut, wie ist nämlich braun, deswegen siehst du schön. Hm. Warum?
Nein, weil ich gerade bei mir beim Mähwerk die Kamera, die ich hinterher eingeschalten habe. Ja. Und da bin ich beim hinteren Butterfly ganz außen am Butterfly drauf bei der Kamera. Ich habe gedacht, vielleicht ist es bei der Spritznassau, dass du dort so entlangfahren kannst, nach dem Orientieren sonst. Geht ja dahin, da mit dem Main. Ja, mit der breiten Spritzen geht's auch schnell hin, dahin. Beflossen schon von dem Fall. Ja, kannst du sagen, wenn ich jetzt da fertig aufgekommen bin, habe ich genau die Hälfte. Mhm. Düngen kannst du noch eigentlich auch bei deinem Fall schon, gell? Okay. Normalerweise. Das sollte man nicht vergessen, bei der Haut ist ja kein Dünger drinnen. Den grünen Düngestreuer zu nehmen. Weil der hat einen schönen breiten Auswurf, ich glaube 42 Meter Gesamtbreiten, was er auswerfen kann. Ja. Der ist ja klein. Ja, es sind da gleich. Ja, genau, richtig. Aber es ist auch direkt unternehmen der Route gestanden drin, was wir vorher benutzt haben. Ich muss einmal schauen, ob ich Skalken aktiviert habe oder nicht. Aber wenn ich Skalken aktiviert habe, nachher kann ich den Routen verwenden für Skalken. Ja. Ansonsten verkaufen Routen. Also wir fahren mit zwei Sachen. Mhm. Willst du die Mission machen oder kann ich die nachher machen? Kannst du dich drum machen. Hast du das schon gesehen, oder was? Nein. No. Okay. Ball. Unkraut bekämpfen. Ja. Dann nimm Idee, Vertrag akzeptieren. Und dann engagiere ich Helfer und Tester. Wofür fällt mir das? Feld 3. Da gleich gegenüber. Komm mal rückwärts, wenn du die Vierer nicht gescheit magst. Also bleiben wir da wieder hängen, ja, ganz toll. Dann fahren wir doch noch vor. So.
Helfer aktivieren. Passt. Damit krieg ich vorne im Herkort. So. Jetzt muss ich das wieder aktivieren. Und wir fahren weiter mit dem Main. Und mach weiter. Da bin ich schon dabei. Bitte was weiter. Was auch gut ist. Jo. Ich bin neugierig, wie viel wir noch schaffen, überhaupt aufzubauen. Bis LS25 kommt. Ja, sehen wir. Aber jetzt bis haben wir was? August, oder? Ja. August, September, Oktober, November. Das sind 3 Monate noch. Ja. Ich glaube nicht. 20. Ja. 12. Ah, 12. 12. 12. Am 12. 12. Nein, nicht 12. 12. 12. 10. 12. 12. 12. 12. Bin gespannt, wie das wird. Ja, ich bin halt neugierig auf die neuen Dings, auch schon auf die neuen Sachen wie Reis und das Ganze. Mhm. Vor allem, was sonst noch an Neuerungen alles kommt, auf das bin ich ja neugierig, weil bis jetzt haben sie noch nicht alles gesagt. Ja. Weil jetzt müssen ja demnächst, glaube ich, die Gamescom kommen. War denn nicht schon? Nein, die Famcom war, die Gamescom war noch nicht. Ah, okay. Und dort kommen noch einmal eine Neuerungen und ich glaube danach, bevor das Spiel rauskommt, noch einmal. Toppen sie noch einmal einen letzten Rest. Okay. Wenn ich das alles richtig verstanden habe. Mhm. Vor allem bin ich neugierig, wofür eine Karten noch kommen, weil bis jetzt haben sie nur die amerikanische, die. Wie ist das? Sunflower River oder so ähnlich? Genau. Ich weiß es jetzt nicht auswendig. Irgendwie so. Wir haben sie bis jetzt erst präsentiert. Und aufs integrierte GPS-System bin ich jetzt dann auch neugierig. Jo. Weil das heißt, du kannst im Tag der sitzen bleiben und der fährt von allein. Bin ich gespannt, wie gut das ist, weil da hat es einmal einen Mod auch gegeben. Mod, GPS-Mods hat es mehrere gegeben. Ja. Das ist schon eine Zeit her, da habe ich. Ich glaube, das war glaube ich sogar noch bei 19, wenn es mir jetzt nicht täuscht. 19 war ja das letzte. Beim 22er. Ja.
Ja, von 19 habe ich auch einen Mod gebraucht. Bei einem 19er habe ich die Cantabria auch gespielt. Dann 17er, mit dem 17er habe ich begonnen, ja. Mit dem 19er habe ich die Cantabria Infinity auch gespielt und da sind verdammt viele Produktionen. Da habe ich das braucht, nämlich um die ganzen LKWs und sonstiges hin und her zu schicken. Ne? Ja. Da war ich mehr beschäftigt, immer mit GPS die Kurse halt einzufahren und die hin und her zu schicken, als wie was ich selber eigentlich gearbeitet habe. Ja. Ja, die Cantabria habe ich gern gespielt. Schade, dass ich an 22er jetzt nicht gekommen ist, dass er da nichts gemacht hat. Ja, vielleicht macht das ja bei einem 25er wieder. Der gewisse Motor, was das war. Ja, wie gesagt, da hat's. Mal schauen. Wie gut sie das gelöst haben. Also bei der Famcom, wie sie es präsentiert haben, ja. Da hat es gut ausgeschaut. Okay. Sie haben es nämlich so, was sie gesagt haben, sie haben es so können einrichten, dass sie selber am bestmöglichsten Weg selber berechnet. Also so wie beim Helfer A. Und zwar in dem Sinne auch so, dass er nicht mehr vom Feld runterfahren muss, sondern auf dem Feld bleiben tut er. Mhm. Er kann auf dem Feld umdrehen. Okay. Und nicht nur bei den generischen, also bei den viereckigen Feldern, so wie da bei der Texas Map ist, sondern auch bei runde Felder und ovale und ich weiß ja nicht wie verkorkste Kartoffelfelder oder was von der Form her oder sonstiges oder Bananenfarb. Das schafft er alles angeblich. Also auf das bin ich echt neugierig. Da werden noch viele Stunden einfließen in das Spiel, aber die Fahrt habe ich schon wieder gemacht. Ja, ich schätze mal, ich werde noch 2,5 Mal fahren müssen fast. Habe ich dir das schon erzählt, was mir letztens passiert ist? Was denn? Habe ich von Fishing aufgenommen, von Fishing Planet, Fishermans. Ja. Und bei der letzten Folge, was ich aufnehme, nach 10 Minuten, hat die Aufnahme abgebrochen. Ja? Weil die Speicherkarten voll war.
Super. Warst du ja groß, oder? Nein, beim zweiten PC habe ich nur 2 Terabyte. Ja. Halt 1 Terabyte, ja. Aber ich habe bei der zweiten noch Platz gehabt, deswegen habe ich die halt auf der anderen nachher fertig aufgenommen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, beim Gaming-PC die 4 Terabyte auszunehmen und den neuen PC einbauen. Mhm. Beziehungsweise habe ich eher überlegt, dass ich ja vielleicht gleich eine neue 4 Terabyte besorge und dort einbaue. Ja. Weil andererseits beim Gaming-PC brauche ich es jetzt nicht mehr. Weil ich auf den PC umgestiegen bin. Das heißt, der Gaming-PC, mit dem du ja nie mehr aufnehmen. Das ist jetzt rein nur mehr noch zum Zocken. So, einmal rauf und dann noch einmal zurück und dann war's das jetzt. Und dann geh ich gleich deine an. Mhm. Nein, ich hab dann auch ein dunkelbraun Klavier normalerweise schon. Wow, hat sich da was verändert? Ist das dunkler geworden? Hat jetzt nichts gesehen. Und wie weit bist du jetzt schon wieder? Das kleine Feld habe ich fast fertig abgematcht und das große ist, glaube ich, noch ein Drittel was zu mähen ist. Okay. So, vom Fall her. Ja. Aber da muss ich alles noch schwadern und dann alles wieder einsammeln und das ist etwas, was halt nachher noch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber das Gute ist, ich bin mittlerweile auch so weit mit den Kühe und alles mit dem Auffüllen, dass ich die Zeit auch habe. Also die Felder sind da noch nicht entreif, das heißt, ich kann da echt mich für das Mähen und so die Zeit auch schon nehmen. Ich bin da nicht unter Zugzwang, dass ich schnell fertig werden muss, weil ich die nächste Arbeit schaukeln muss oder so ähnlich. Ja. Unter anderem das mit den Unkraut entfernen, das machst du da mit, also das ist mir auch noch eine große Hilfe, ja. Gleich.
So, dann trinken wir wieder einen Schluck vom Eiskaffee. Eiskaffee. So, damit wir noch als kleine Fahrt fertig, ein bisschen nachputzen. Ein paar Stumperler, was ich da stehen lassen habe. Oder Bannen, das kleine. Weil ich wieder mal nicht optimal gemäht habe. Und, Moment, cool. So, und ich sag jetzt auf zum Endspurt. Zumindest die letzte Reihe auf. Jetzt habe ich ganz vergessen mitzuschauen, ob ich alle Stunden das Gold schockiere, oder immer um Mitternacht nachher. Ich habe das gar nicht so genau geschaut. Und die Gewächshäuser. Ich glaube, das ist mehr geworden. 2938. Ich glaube, vorher haben wir nur 2600 was gehabt, oder? Ich kann es jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen. Weil das zur Zeit weniger wird, mein Gold ist schon klar, weil ich in Half engagiert habe. Ja. Ja, hast du das Pestizid aufgefüllt oder was? Ja, das habe ich inzwischen schon aufgefüllt, ja. Das habe ich schon leer? Nein. Ich frage noch. Nein, das habe ich inzwischen aufgefüllt, ja. Halt 17.000 waren drei, nachdem ich aufgefüllt habe, obwohl 7.000 waren drei, 10.000 habe ich noch eine gehabt. Okay. So, liebe Leute, aber das war's dann schon wieder für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag bzw. schönen Abend, je nachdem wann ihr schaut. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und die letzten Worte kommen von Patrick. Ja, es hat mich gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis es in der Bierdeich geht.